Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, der auch die multiplen Fairnisse des Jahreswechsels souverän überstanden hat. Danielle Sperer, die Direktorin des Jüdischen Museums in Wien, kehrt heute für uns ins Fernsehen zurück. Vom Kriminalschriftsteller Georg Haderer hoffen wir, Details zu den schwarzen Regionen der österreichischen Seele zu erfahren. Mein dritter Gast ist Sabine Gruber, die aus dem Südtiroler Ort Stillbach im gleichnamigen Roman einen ganzen Kosmos entwirft. Zu Beginn Nachrichten aus der Welt der Literatur. Schurken sind einfach interessanter. Einer der einflussreichsten Comiczeichner der vergangenen Jahrzehnte ist tot. Jerry Robinson starb 3 Wochen vor seinem 90. Geburtstag. Robinson nahm für sich in Anspruch, den Joker, den legendären Erzfeind von Batman, erfunden zu haben. Obwohl das nicht unumstritten ist, sehen die meisten Historiker tatsächlich den New Yorker als geistigen Vater des Schurken. Sherlock Holmes ist zurück. Jahrelang spielte das hagere Kombinationsgenie neben Wallander, Columbo und Co. eher eine untergeordnete Rolle. Nun darf er auftrumpfen. Diesen Winter erscheint das Geheimnis des Weißen Bandes. Der Inselverlag bewirbt den Roman nicht nur als Holmes' spektakulärsten Fall, sondern, und das ist das wirklich Spektakuläre, seit dem Tod seines Erfinders Arthur Conan Doyle ist es der erste Sherlock-Roman, der erscheint. Autor Anthony Horowitz wird schon in den Himmel gelobt. Cindy Sherman erhält den Roswitha-Haftmann-Preis 2012. Die US-amerikanische Künstlerin ist vor allem für ihre Fotoserien bekannt. Darin beschäftigt sie sich mit Sexualität, Rollenbildern und dem Konzept der Körperlichkeit. Auch in Filmen hat Sherman mitgespielt und bekam legendäres Lob von Andy Warhol. Rock'n'Roll zum Nachlesen. Nachdem Musikerkollegen wie Bob Dylan und Keith Richards ihre Autobiografien veröffentlicht haben, veröffentlicht auch Neil Young 2012 seine Memoiren. Die kanadische Musikikone wird in Wagging Heavy Peace einen intimen Einblick in seine jahrzehntelange Karriere geben. Er habe erkannt, dass ihm das Schreiben wie ein Handschuh passt, erzählte Young unlängst. Schon jetzt ein Muss für Fans. Ausgezeichnet. Die Cartoonistin Franziska Becker wird mit dem Satirepreis Göttinger Elch ausgezeichnet. Bekannt wurde Becker mit ihren Illustrationen in der Zeitschrift Emma. Becker, so die Jurybegründung, sei die witzigste Frauenrechtlerin Deutschlands. Legendär ist die Dotierung des Satirepreises. So erhält Becker neben einem Preisgeld von 3.333 Euro und einer Hirschbrosche auch 99 Dosen Elchsuppe. Gratulation und wohl bekomm's! Meine Damen und Herren, während in Deutschland Eichborn Insolvenz anmeldet, wird hier gegründet. Der Harpune Verlag hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Schreibende näher an die bildende Kunst zu rücken. Josef Zeckhoff und Sarah Bogner betreiben den jüngsten Verlag von Wien. Erst ein Jahr ist er jung und spezialisiert ist er auf besonders aufwendig gestaltete Bücher. Na, wir machen Künstlerbücher, das heißt keine Kunstbücher, sondern Künstlerbücher. Also keine Kataloge in dem Sinn, sondern Bücher, wo Künstler sich mit dem Medienbuch auseinandersetzen und ihr Kunstwerk in Form eines Buches gestalten. Ja. Und zusätzlich wollen wir noch einen Dialog starten zwischen einem Autor und einem bildenden Künstler. Das ist uns wichtig, dass wir da Text und Bild zusammenbringen. Harpune, ein klingender Name, der an Salzwasser, dicke Fische und den großen Fang erinnert. Ja, zuerst hat uns das Wort einfach sehr gut gefallen. Also wir haben, glaube ich, gar nicht an diese spitze Mordwaffe gedacht, sondern eigentlich eher an den Klang und an so eine Idee. Das war mal im Gespräch Café Harpune eigentlich. Sollte ein Kaffeehaus werden. Jetzt ist ein Verlag geworden. Und letztendlich war wahrscheinlich die Eingebung aus Moby Dick, also weil das weil die Harpune für so vieles in diesem großen Roman steht. Seit diesem Herbst wird Melvilles Meisterwerk vom großen weißen Wal und seinem unerbittlichen Jäger Captain Ahab als Fortsetzungsserie veröffentlicht. Um der Illustration dieses vielstimmigen Buches gerecht zu werden, wird jedes Kapitel von einem anderen Künstler illustriert und ungebunden produziert. Ja, das Tolle an dem Roman ist, dass er eben nicht chronologisch gelesen werden muss.
weil das Buch so vielstimmig ist. Es gibt sehr narrative Stellen und dann wissenschaftlichere Stellen. Aber jedes Kapitel ist irgendwie in sich abgeschlossen. Deswegen kann man es auch einzeln eigentlich herausgepickt lesen. Wir publizieren es auch nicht chronologisch, sondern jeder Künstler sucht sich sein Lieblingskapitel heraus. Also drum gibt es jetzt schon Kapitel 132, Kapitel 122 gibt es, 72 gibt es. Also man kriegt jedes Monat ein Filet und sammelt sich praktisch den ganzen Walfisch dann erst über die Jahre zusammen. Einheitlich wird im Harpune Verlag gar nichts gemacht. Bei jedem Buch wird ein unterschiedliches Druckverfahren angewandt. Dass dabei hochwertige Papiere, Bleisatz und meist auch Buchdruck zum Einsatz kommen, ist Teil des Konzepts. Gerade in der heutigen Zeit, wo viele Bücher sozusagen ins Digitale transferiert werden, dass wir dann uns zurückbesonnen haben auf die positiven Seiten des Buchdrucks, also auch wenn es langsam geht und zeitaufwendig ist, also dass wir uns die Zeit nehmen und irgendwie ein qualitätsvolles Produkt herstellen. Ohne altmodisch zu sein, das ist, glaube ich, wichtig. Genau. Also es soll irgendwie eine ganz neue Form der Illustration entstehen. Das wird dann Spaß machen. Das Ergebnis besticht. Nicht nur optisch, sondern auch haptisch sind die Bücher ein voller Genuss. Helmut Brandstätter, der Chefredakteur des Kurier, öffnet uns in seiner Gastkritik einen Koffer voller Wünsche. Ich habe gelesen, Martin R. Dien, ein Koffer voller Wünsche. Ein neues Buch eines Autors, der in der Schweiz lebt, aber Martin R. Dean, einen karibischen Vater hat, Schweizer Mutter hat. Und diese geteilte Identität oder vielleicht auch die Suche nach der Identität ist ein Teil der Geschichte. Spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab. Die eine Ebene ist eine Liebesgeschichte zwischen Philipp, dem Autor, und Maya, seiner Freundin. Wobei Philipp, und das ist sozusagen das Auto, teilweise autobiografische dann, Sohn einer Schweizer Mutter und eines indischen Vaters ist. Eines Vaters, den er aber nie kennengelernt hat, auf dessen Suche er sich nicht begeben will und ihn trotzdem sucht. Wie gesagt, er ist immer auf der Flucht. Gibt es auch eine Szene, wo er dann einen Freund trifft, der inzwischen zwei Kinder hat, ein Dreijähriges und ein Fünfjähriges. Und diese Gespaltenheit auch ganz gut dokumentiert. Einerseits faszinierend, da habe ich was Neues jetzt, was Einmaliges im Leben, Kinder zu haben. Und auf der anderen Seite, aber es schränkt halt sehr stark ein. In der Beschreibung heißt, dass es irgendwo ist davon von so viel Humor und so weiter und pittoresk und so weiter. Also so den Schweizer Humor habe ich nicht ganz entdeckt. Ich habe weder Urteile noch Vorurteile. Ich finde es ein wunderschönes Land. Aber ich finde alle Länder, wo es kein Meer gibt, ein bisschen schwierig. Ja? Deswegen habe ich auch immer versucht, Österreich zu verlassen. Wien am Meer ist also irgendwie eine Traumidee. Für mich ist die Enttäuschung aus dem Buch, ich habe gedacht, Schweiz, London, indischer Vater, reiche Freundin, dass da die Spannungen stärker herauskommen. Und ich habe eigentlich auch erwartet, dass wenn man einen indischen Vater hat, auch wenn man ihn nie kennengelernt hat, aber im Gesicht sieht man ihn ja, dass dann die Suche nach der Identität aufregender wird. Unsere Lesereise führt auf den größten, den unendlichen Kontinent. Den der Fantasie, wo die Vampire und Hobbits logieren und der Herr der Ringe das Zepter führt. Vor allem viele weibliche Autoren sind in der Fantasy-Literatur im Kommen. Hier drei Beispiele. Vampirgeschichten erfreuen sich, Hollywood sei Dank, dieser Tage höchster Popularität. Mit City of Fallen Angels veröffentlicht Cassandra Clare den vierten Teil ihrer Chroniken der Unterwelt-Reihe. Und das alles in New York. Eine Formel, die sich beinahe als Garant für Erfolg liest. Eine Jugendbuchempfehlung. An der fantastischen Welt der Drachenlanze waren gleich mehrere Autorinnen beteiligt. Tracy und Laura Hickman sowie Margaret Weiss haben die sagenhafte Erzählung rund um die Welt Grün erfunden. Yes. Drachenlanze ist aber eine der bekanntesten Shared Worlds, also erfundenen Universen, bei denen auch andere Autoren und Fans kollaborativ mit- und weiterschreiben.
Drachenlanze ist ein ganzer Romankosmos, der von verschiedenen Zeiten erzählt. Unter anderem der Zeit der Schöpfung, der Götterdämmerung und der Zeit der Träume. Mit ihrer Romanreihe Avalon hat Marion Zimmer Bradley Klassiker der Fantasy-Literatur geschaffen. Erzählt von Arthurs Halbschwester Morgaine, handelt das Buch vom Untergang des fantastischen Ortes Avalon. Morgaine ist die Priesterin von Avalon und sollte auch die Hoheit über den mythologischen Ort übernehmen. In einem Meer von Nebel gelegen, verschwindet Avalon immer mehr. Bradley interessiert sich seit ihren Kindheitstagen für die Artus-Sage sowie keltisches Brauchtum und Neopaganismus. Kriege gibt es, seit es Menschen gibt. Kann sein. Aber ich bin ebenso dumm zu träumen. Spannend und poetisch erzählt die Autorin Mythen vom Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat und von einem sagenumwobenen Ort, der seinen Glauben und seine Religion immer mehr verliert. Zum ersten Mal im neuen Jahr lassen wir die Büchertische zittern. Die Neuerscheinungen. Michael Kumpfmüller, Die Herrlichkeit des Lebens, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, zu haben um 19,60 Euro. Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Diesen Satz schrieb Franz Kafka in seinem letzten Lebensjahr ins Tagebuch. Und dieses letzte Jahr verzweifelter Lebensgier im Angesicht des Todes ist Gegenstand eines vorzüglichen Romans. Ein Germanist, der schreibt wie ein Großer. Wilhelm Genazzino, Wenn wir Tiere wären, erschienen bei Hansa, zu haben um 18,40 Euro. Der deutsche Büchner-Preisträger ist ein Erzähler von furioser Schlichtheit. Seine Sätze sind vollendet in ihrer Kunstlosigkeit, seine Geschichten aus den Abgründen des Alltäglichen derart virtuos unterspielt, dass sie einen nicht loslassen. Ein Architekt ergaunert Toaster und elektrische Zahnbürsten, betrügt die Versicherung um 60 Euro und beginnt ein Verhältnis mit der Witwe seines besten Freundes. Und weiter? Nichts weiter. Nur ein Meisterwerk. Ernst Hinterberger, Blutreigen, ein Fall für Trautmann. Erschienen bei Edition Wien, zu haben um 9,90 Euro. Auch wenn man Ernst Hinterbergers Gestalten von ihren Fernsehgesichtern abstrahiert, sind sie zum Greifen plastisch. Der starke, redliche Polizist Trautmann hat die Psychopathenmaskierung, ohne die heute fast kein Ermittler mehr auskommt, nicht nötig. Was sich im Simmeringer Müllcontainer zwischen je einem Taschenbuch von Simmel und Mankell findet, ist auch so beängstigend genug. Wieder eine enthauptete Leiche, so wie der Ungar in der Innenstadt und der Rumäne im Prater. Souverän geschrieben, atmosphärisch dicht. Louis Begley, Schmidts Einsicht, erschienen bei Suhrkamp, zu haben um 13,60 Euro. Band 4 der amerikanischen Chronik um den prototypischen Amerikaner Mr. Schmidt, dem Jack Nicholson das Filmgesicht gab. Schmidt, verwitwet und als Rechtsanwalt im Ruhestand, hat nunmehr in den 80er Jahren schmerzliche Einsichten zu nehmen, wenn die Lebenslügen bersten. Der Ehemann seiner Geliebten war homosexuell und ist an AIDS verstorben. Seine eigene Tochter, deren Urvertrauen er durch eine Affäre mit dem Kindermädchen gebrochen hat, wird klinisch depressiv. Hera Lind, Der Überraschungsmann, erschienen bei Diana, zu haben um 18,50 Euro. Hera Linds Oeuvre gleicht in seiner freudlosen Unausweichlichkeit dem voluminösen Ausstoß einer Legebatterie. Diesmal geht es um eine Salzburger Fremdenführerin und ihren Gatten. Der ist Arzt und dehnt die medizinische Obsorge über die gemeinsame Nachbarin Lisa ungebührlich aus. Es kommt, wie es noch besser gar nicht käme. Wollen Sie mehr wissen? Sehen Sie. Delegieren wir das Malheur an das geduldige Tischbein. So, ab in die Legebatterie. Daniel Spera war auf dem Bildschirm ein schönes, eigenwilliges Gesicht und eine kluge Erklärerin. Jetzt leitet sie das Jüdische Museum in Wien und trägt damit auch die Lasten von Schuld und Erinnerung mit. Kaum war sie im Amt, wurde sie auch schon hart angegriffen, weil während der Museumsrestaurierung Glasplatten mit Fotos jüdischer Motive zerstört werden mussten. Ein Porträt zu Beginn.
Bereits während ihres Studiums arbeitete Daniel Spera als Korrespondentin aus den USA. Ab 1988 begann sie die ZIP 1 zu moderieren, aber auch andere Sendungen wie die Mini-ZIP. Darüber hinaus berichtet Spera von herausragenden Ereignissen aus aller Welt, vor allem aus dem Nahen Osten. Die Zeit im Bild moderierte Spera gemeinsam mit Josef Brokal, mit Horst Friedrich Mayer und mit Martin Traxel und zuletzt mit Tarek Leitner. 2010 kehrte Spera dem ORF den Rücken. Als Direktorin des Jüdischen Museums möchte sie einen Ort der sozialen Interaktion schaffen und auf das Judentum neugierig machen. Mit Kunst umgibt sie sich gerne und natürlich auch mit Künstlern. Mit Hermann Nitsch ist Daniel Spera freundschaftlich verbunden und hat sogar ein Buch über ihn geschrieben. Heute begrüßen wir Sie im Studio. Herzlich willkommen, Daniel Spera. Daniel, herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Was trinkst du denn, Rotwein oder Rivella? Also Rivella trinkt mein Mann sehr gerne und ich trinke am liebsten Weißwein, wenn es um Wein geht. Aber heute trinke ich sehr gerne Mineralwasser. Du hast Mineralwasser, das ist ein Privileg. Du bist der erste Mensch, der es geschafft hat, nichts von den beiden trinken zu müssen. Wenn das, um Gottes Willen, lass das niemanden sehen, sonst wollen das alle, dann kann ich mit meinen Schmähs einpacken. Es bleibt unter uns. Ja, bitte, natürlich. Gott, das strikt unter uns die ganze Sache. Wie gefällt dir denn dein Porträt, das bei Oskar Stocker? Sehr schön, muss ich sagen, wirklich. Ja, du strahlst da richtig. Ich bedanke mich ganz herzlich. Na ja, das ist auch, ist auch durchaus der Sache entsprechend. Man, wenn man sich so Auge in Auge mit sich selber ist, das kann ja auch ein Schreckenserlebnis sein manchmal. Das geht. Bei dir ist die Gefahr nicht. Danke. Daniel, sag einmal, willkommen zurück vor der Kamera vor allem, wollte ich als erstes fragen. Hast du nie ein bisschen eine Sehnsucht zurückgehabt? In seltenen Momenten, natürlich, wenn gerade politisch irgendwas Tolles passiert. Und unlängst ist mir erst wieder aufgefallen, dass ich in meinem neuen Büro gar keinen Fernsehapparat habe, was ganz Neues ist für mich, selbstverständlich. Und zwar war das, als der israelische Soldat Gilad Shalit vor knapp zwei Wochen befreit worden ist, der ja 5 Jahre lang als Geisel gehalten worden ist von der Hamas. Und das war ein Tag, wo ich irrsinnig gerne gearbeitet hätte, natürlich im ORF gearbeitet hätte und vor allem ein Tag, an dem ich gerne bei CNN zugeschaut hätte, wie dieser Übergang, dieser Austausch von Gilad Shalit gegen die anderen Geiseln, gegen die inhaftierten Palästinenser vollzogen worden ist. Ja, und als man dich so ruppig empfangen hat, ich meine, diese Wucht des Widerstandes hast du vermutlich nicht erwartet, hast du dich da gar nicht ein bisschen zurückgesehnt? Ich war erstaunt, aber ich habe mich nicht zurückgesehnt. Nein, ich bin sehr beseelt von dieser neuen Aufgabe. Ich liebe dieses Museum von ganzem Herzen und ich stecke mein ganzes Herzblut hinein. Was hat dich eigentlich bewogen, das Amt anzustreben? Es ist ja irgendwie eine Rückkehr an die Wurzeln, vielleicht auch ein Geschenk für deinen Vater, der den Holocaust überlebt hat, im Gegensatz zu anderen Verwandten. Hat ihn das gefreut? Berührt ihn das? Sehr. Sehr. Also er kommt auch zu jeder Veranstaltung, ist als allererster da und freut sich sehr. Er genießt das auch sehr, dass er bei diesen Veranstaltungen anwesend sein kann, weil wir hatten doch das große Privileg, dass wir ganz große israelische Persönlichkeiten bei uns hatten, die wichtigsten Autoren eigentlich zu Gast hatten im vergangenen Jahr und jetzt vor uns mit Lizzie Doron, eine wunderbare israelische Autorin. Gerade war Edmund de Waal bei uns, Ruth Krüger. Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, was wir in diesem letzten Jahr alles geschafft haben. Und mein Vater natürlich unbändig stolz. Bist du da unter einer Last eigentlich aufgewachsen? So eine Geschichte lastet ja im Genick. Es war natürlich so, dass mein Vater, wie viele Überlebende oder viele Leute, die das alles mitgemacht haben, lang nicht drüber gesprochen hat und ich ihn jetzt eigentlich gebeten habe, dass er das auch für meine Kinder aufschreibt, was er erlebt hat und das war für ihn eine wichtige Erfahrung und für uns natürlich auch. Und wie lebst du in deiner Familie, mit deinem Mann, mit deinen 3 Kindern? Ist das eine orthodox-jüdische Familie, kann man das so sagen? Nein, aber wir leben traditionell. Also das kann man schon so sagen. Wir halten den Freitagabend ein, das ist unser schöner Feiertag, das ist der Familienabend. Da kochen wir ein schönes, spezielles Nachtmahlessen, zünden gemeinsam die Kerzen an, sprechen den Segensspruch über den Wein, singen sehr schöne Schabbatlieder und am Samstag früh gehen wir in die Synagoge gemeinsam. Also das sind schon so ganz wichtige Familienerlebnisse. Sag, jetzt
was tun mit einem solchen Museum? Man muss, es sind ein bisschen die Verhältnisse komplizierter geworden. Nicht? Es gibt massiv judenfeindliche Moslems. Es gibt andererseits Rechtsradikale, die Israel sehr schätzen als eine Art Bollwerk gegen den Islam. Also eine babylonische Verwirrung der Zustände. Was machst du da mit deinem Museum? Wenn da eine Schulklasse kommt mit muslimischen Kindern, die den Eindruck haben, da ist eigentlich der Feind. Gibt es sowas? Ich glaube, das ist unsere große Chance, das aufeinander zugehen. Ich hatte vor kurzem ein Treffen mit einer großen Gruppe islamischer Religionslehrer und Religionslehrerinnen und wir hatten wirklich ein unglaublich fruchtbares Gespräch. Wir sind übereingekommen, dass wir das intensivieren werden, dass wir das regelmäßig derartige Gespräche abhalten werden und wir haben festgestellt, wie viel Gemeinsames wir haben und das war sehr, sehr schön. Also es war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung und ich glaube auch für die islamischen Religionslehrer war das eine ganz wichtige Erfahrung. Was hast denn du deinen Kindern vorgelesen? Besser gesagt, fangen wir mal so an. Was ist denn dir vorgelesen worden an Kinderbüchern und wie hast du deine Kinder literarisiert? Also Mira Lobe war bei mir ganz wichtig, ja. Natürlich. Ja. Auch eine jüdische Autorin. Jawohl. Mira Lobe, Die Oma meinem Apfelbaum, das war ein ganz wichtiges Buch für uns. Unsterblich, wirklich. Sogar eine Oper draus geworden. Ja. Und Die Oma meinem Apfelbaum habe ich natürlich dann auch meinen Kindern vorgelesen. Mhm. Unglaublich, welche Aktualität Mira Lobe bis heute hat. Ja? Also der Tiergarten reist aus, ist ja dann eigentlich in Madagaskar in dem Film, in dem Zeichentrickfilm umgesetzt worden. Mhm. Ja? Also natürlich in etwas veränderter Form, aber doch. Ja, und Omamas und Apfelbäume gibt es auch nach wie vor. Gibt es auch nach wie vor. Aber natürlich hat das schon ein bisschen diese Konnotation mit Familien, die keine Großeltern hatten, genau. Nämlich eben Kinder und Enkelkinder von Überlebenden, wo also ein Teil der Familie einfach gefehlt hat, ja, wo es keine Onkel und Tanten gab und keine großen Familien da waren. Ja. Und wenn du nicht gerade Mira Lobe liest, was liest denn du selber gern? Also ich habe auch mein Lieblingsbuch mitgebracht, das ist von Amos Oz, eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Erzähl mir ein bisschen was drüber und lies dann was daraus. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Das ist eigentlich die Familiengeschichte von Amos Oz, aber auch die Geschichte der Gründung Israels. Ein unglaublich spannendes Buch. Es hat fast 800 Seiten und man verschlingt sie förmlich. Es ist ein Buch zum Lachen, zum Weinen. Es ist ein Buch zum Nachdenken. Es erzählt diese unglaubliche Geschichte dieser Familie, die aus Russland, aus Polen, aus Litauen kam. Wissenschaftler, Gelehrte, die dann plötzlich in dieses wilde Palästina kamen, ja, und plötzlich also Handarbeit, schwere Feldarbeit machen müssen. Er wächst mit Büchern auf, sein Vater ist Bibliothekar, er will als Kind eigentlich selbst ein Buch werden. Ja. Und am Schluss erfährt man eigentlich die schreckliche Geschichte des kleinen Amos Oz. Seine Mutter hat Selbstmord begangen, als er 12 Jahre alt war. Er hat nie darüber gesprochen, mit niemandem. Und eigentlich in diesem Buch dann auch dieses tragische Ereignis in seinem Leben verarbeitet. Obwohl er in diesen fast 800 Seiten nicht darüber spricht, es kommt erst auf der letzten Seite vor. Warum hat sie Selbstmord begangen? Ich glaube, es ist doch auch diese schwierige Geschichte, dieser Wechsel auch mit der Geschichte Europas, die mitgenommen worden ist, dieser Wechsel in ein ganz anderes, wildes, archaisches, möchte ich fast sagen, Land, dieser schwierige Aufbau in Israel, diese Fremde eigentlich. Ja. Also ich glaube, das war für sie sehr, sehr schwierig zu akzeptieren und damit umzugehen. Liest du uns ein Stückchen vor? Sehr gerne. Bitte. Die Geschichte ist folgende. Die Familie von Amos Oz lebt in Jerusalem und wir sprechen von einer Zeit, wo es ja noch keine Telefone gegeben hat. Das ist eine Zeit, die man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann, wo jeder von uns ein iPhone, ein Handy, was auch immer hat. Und die Familie telefoniert aus einer Apotheke, weil das war der einzige Ort in der Umgebung, wo es ein Telefon gab. An einen anderen Ort in Tel Aviv, wo die Verwandten wohnen und man schreibt sich vorher einen Brief, dass man unbedingt um die und die Zeit beim Telefon sein soll, weil der Anruf eben kommt. Und für Amos muss das unglaublich aufregend gewesen sein als Kind, dass er also da schon wochenlang war, die ganze Familie involviert und mit diesem Telefonat. Und also alle haben dem Telefonat entgegengefiebert sozusagen. Da bin ich gerade einmal 5 oder 6 Jahre alt und schon wird mir die historische Verantwortung auferlegt. Eine Armbanduhr hatte ich nicht und so rannte ich alle paar Minuten in die Küche, um nachzusehen, was die Uhrzeit zeigte und dann meldete ich wie beim Start eines Raumschiffs noch 25 Minuten, noch 20, noch 15, noch 10,5 Minuten und wenn ich noch 10,5 Minuten verkündete, standen wir auf, schlossen die Wohnung sorgfältig ab und machten uns zu dritt auf den Weg.
Zwei Minuten später betraten wir die Apotheke und sagten: Guten Tag, Herr Heinemann, wie geht es Ihnen? Wir sind zum Telefonieren gekommen. Er wusste natürlich, dass wir am Mittwoch kommen würden, um die Verwandten in Tel Aviv anzurufen. Aber trotzdem erinnerten wir ihn. Wir sind gekommen, um unsere Verwandten in Tel Aviv anzurufen. Herr Heinemann erwiderte: Ja, natürlich, nehmen Sie bitte Platz. Vater sagte: Ich wähle jetzt. Und Mutter sagte: Es ist doch zu früh, Arje. Es ist ein paar Minuten vor der Zeit. Worauf er sagte: Ja, aber bis wir eine Verbindung bekommen? Mutter: Ja, aber was ist, wenn wir zufällig sofort eine Verbindung bekommen und Sie sind noch nicht da? Vater entgegnete: In diesem Fall versuchen wir es einfach noch einmal. Und Mutter: Nein, Sie werden sich Sorgen machen. Sie werden meinen, Sie hätten uns verpasst. Während sie noch debattierten, war es beinahe 5 Uhr geworden. Vater hob den Hörer ab im Stehen und sagte zu der Telefonistin: Guten Tag, meine Dame. Ich hätte gern Tel Aviv 648. Manchmal sagte die Telefonistin: Bitte warten Sie noch ein paar Minuten, mein Herr. Jetzt spricht gerade der Herr Postdirektor. Nach kurzem Warten beschloss Vater, dass der Herr Postdirektor sein Gespräch beendet haben musste, nahm wieder den Hörer auf und sagte zu der Telefonistin: Entschuldigen Sie, meine Dame, wie mir scheint, hatte ich Tel Aviv 648 verlangt. Sie sagte: Ich habe es notiert, mein Herr. Bitte warten Sie. Darauf Vater: Ich warte, meine Dame, selbstverständlich warte ich, aber auch am anderen Ende warten Menschen. Das war seine Art, ihr höflich zu bedeuten, dass wir zwar kultivierte Menschen seien, unsere Selbstbeherrschung und Zurückhaltung aber auch ihre Grenzen hätten. Wir waren zwar wohlerzogene Leute, jedoch keine gutmütigen Trottel, keine Lämmer, die sich zur Schlachtbank führen ließen. Diese Geschichte, dass man Juden misshandeln und mit ihnen verfahren konnte, wie man wollte, die war ein für allemal vorbei. Dann klingelte plötzlich das Telefon in der Apotheke. Das war immer ein aufregender Ton, ein magischer Augenblick. Und das Gespräch verlief ungefähr so. Hallo Zvi, am Apparat. Hier ist Arje aus Jerusalem. Ja, Arje, Shalom, hier ist Zvi. Wie geht es euch? Bei uns ist alles in Ordnung. Wir sprechen von der Apotheke aus mit euch. Wir auch. Was gibt es Neues? Es gibt nichts Neues. Wie ist es bei euch, Zvi? Was hast du zu erzählen? Alles in Ordnung, nichts Neues. Man lebt. Keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten. Auch bei uns gibt es nichts Neues. Bei uns ist alles völlig in Ordnung. Und was ist bei euch? Auch alles völlig in Ordnung. Sehr gut. Nun möchte Fania mit euch sprechen. Und wieder dasselbe. Wie geht's? Was gibt es Neues? Und danach? Jetzt möchte auch Amos ein paar Worte sagen. Und das war das ganze Gespräch. Wie geht es euch? Gut. Na, dann werden wir bald wieder sprechen. Gut, euch zu hören. Auch gut, euch zu hören. Wir werden schreiben und den nächsten Termin vereinbaren. Wir werden sprechen. Ja, auf jeden Fall. Bald. Auf Wiedersehen. Und passt gut auf euch auf. Alles Gute euch auch. Aber es war nicht zum Lachen. Das Leben hing an einem seidenen Faden. Jetzt verstehe ich, dass sie ganz und gar nicht sicher waren, ob sie sich wirklich widersprechen würden oder nicht. Vielleicht war es das letzte Mal, denn wer weiß, was kommt. Unruhen, ein Pogrom, ein Blutbad. Die Araber könnten sich erheben und uns alle abschlachten. Ein Krieg könnte ausbrechen, ein großes Unglück geschehen. Hitlers Panzer waren ja von zwei Seiten her, von Nordafrika und auch über den Kaukasus fast an unsere Schwelle gelangt. Wer weiß, was uns noch bevorstand. Dieses scheinbar leere Gespräch war keineswegs leer. Es war nur karg. Ach, das ist ein wunderschöner Text, was? Ich danke dir schön. Bleib bei mir, bitte. Sehr gerne. Meine Damen und Herren, was tut ein Kriminalbeamter heute erraten? Er leidet. Diesfalls unter Depressionen und Angststörungen. Sein Name ist Major Schäfer und erfunden hat ihn mein nächster Gast, Georg Haderer, ein Porträt zu Beginn. Was macht ein Kriminalbeamter, der völlig kaputt ist, wenn weder Kaffee noch Bier mehr helfen? Richtig, er knallt sich mit Psychopharmaka zu. Und schon ist er wieder voll da. Der Job ruft. Tote kann man nicht warten lassen. Kommissar Schäfer ist motiviert. Oder etwa nicht? Ein kleines Gewaltverbrechen wartet auf ihn. Ein älterer Herr wurde umgelegt. Aber mit der richtigen Ration Rohypnol erträgt er den Anblick. Oder etwa nicht? Aber wer ist der Tote? Ein ehemaliger Minister mit ziemlich gestrigen politischen Vorstellungen. Somit ist eines klar: Feinde hat der Mann genug. Ein Mann mit Schlecki-Frisur kommt auch ins Bild, der mit dem Toten in geschäftlicher Verbindung stand. War er der Mörder? Wir wissen es nicht. Und auch nicht, warum der Kommissar auf anatolienstämmige Mitbürger schimpft und daraufhin nach Salzburg versetzt wird. Wer das alles wissen will, muss dieses Buch lesen. Herr Haderer, willkommen. Schön, dass Sie da sind. Was trinken Sie, Rotwein oder Rivella? Vielleicht mischen wir es nochmal so ein Bonanza, wie man früher gesagt hat. Das ist interessant. Das hat nämlich der Experimentalphysiker Werner Gruber auch gemacht. Und er ist nicht detoniert. Also wir können es versuchen.
Sollen wir es mischen, ehrlich? Na, wenn sie einen schlechten Wein haben, dann trinke ich sowieso Rivella und wenn sie einen guten haben, trinke ich ihn pur. Gut, dann in diesem Fall, glaube ich, guten Gewissens den Wein anbieten zu können. Das sind gesponsert. Na, aber nicht im Entferntesten. Würde ich denn sonst so entsetzlich schimpfen auf das Rivella, wenn das ein Sponsor wäre? Nein, vom Rivella nicht. Nein, ja, aber so vom Rotwein. Da müsste ich ja jetzt eine Marke nennen und das tue ich schon gar nicht. Also bitte zum Wohl. Alles Gute. Sie trinken nichts? Nein, ich bin im Dienst. Entschuldigen Sie. Alles, was recht ist, ein Kriminalautor fragt mich, ob ich im Dienst was trinke. Gut, allerdings, dieser Schäfer, bei dem weiß man ja nie so genau. Jetzt sagen Sie mir bitte eins, das ist aber eine betont finstere Welt, in die Sie diesen Schäfer hineinschicken. Da sind wirklich Unholde über Unholde. Ein Nazi-Minister, nie im Leben hat es bei uns sowas gegeben, um Gottes Willen, wird grausam hingerichtet und dann ein gewisser Mladic stirbt und eine Rumänin, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt fast keinen Lichtblick in dieser Welt. Sind Sie selber so ein eher apokalyptischer Typus? Tja, nein, ich bin kein apokalyptischer Typus. Wobei ich bin wahrscheinlich der Typus, wenn ich wüsste, die Apokalypse kommt dann und dann, wäre ich eher der Typ, der ihr gelassen entgegensieht. Warum? Ja. Naja, dann denke ich mir dann, ich verwechsel mich jetzt vielleicht mit Major Schäfer. Also er wäre der Typ, der dem eher gelassen entgegensieht. Der wäre vielleicht schon noch verhofft hast. Ja, vielleicht. Vielleicht würde er dann sagen, jetzt, ich gehe von dannen, aber das ganze Böse mit mir auch weg, ja. Er hat da in diesem Buch auch schon lichte Momente, ich meine, dank der Pharmaindustrie, aber das soll ja so sein. Ja. Es sind nicht so viele Tote, wie es, also sie tun so, als ob jetzt da jede Seite wer stirbt. Nein, es ist eher dieses schwarze Weltbild, ein wirklich schwarzes Weltbild. Das ist, dieser Mann geht mit seinen künstlich generierten lichten Momenten, mit seinem völlig falschen Siegerversuchen, rastert von einer Katastrophe in die andere. Das ist eine spannende Figur. Also ich habe jetzt von den drei, finde ich das eigentlich das lustigste Buch. Mhm. Ich glaube, ich muss mal einen Therapeuten suchen. Sagen Sie, haben Sie nie Sorge, dass Ihnen dieser Schäfer irgendwann einmal Selbstmord begeht, dieser medikamentenabhängige Depressive, was dann? Oder wollen Sie ihn eh irgendwann entsorgen? Das ist so, große Kriminalschriftsteller haben irgendwann einmal ihren Ermittler getötet, Conan Doyle hat ihn dann wieder aufstehen lassen, den Holmes und so weiter. Erzählen Sie mal. Ich glaube nicht. Also ich mag ihn ja, weil man in der Hauptfigur ist dann doch irgendwas, in der Hauptfigur ist meistens etwas von einem drinnen und er würde ihn irgendwie vielleicht so, vielleicht in einer psychiatrischen Anstalt, dass er einfach so in glücklich, nichts mehr wissend, quasi so halb gehirnamputiert dahin driftet und so fröhlich ohne Gründe lächelt, ja, und so auf den Fluren und da vielleicht einmal so einen Mord an einer Krankenschwester aufklärt, so bei Klauser. Es ist was in Ihnen drinnen von ihm, um Gottes Willen, was haben Sie heute geschluckt, geben Sie es zu. Ein Rotwein, von dem ich nicht ganz genau weiß, was drinnen ist. Und der Rest ist ich. Wir quirlen nichts hinein, unseren Gästen. Nein, nein, wir machen das mit der Aura. Gut. Ja? Okay. Ich fühle mich gut. Na bitte, also siehst du, so wie der, wenn er genommen hat. Bitte sagen Sie mir ein. Nun ist aber diese unaufgeräumte Vergangenheit des Landes ein starkes Motiv bei Ihnen. Nicht? Die scheint mir ja doch durchaus hier. Sind wir da mit diesen Aufräumarbeiten auf einem irgendwie guten Weg, Ihrer Meinung nach? Das frage ich dich dann auch natürlich. Sie meinen jetzt auf speziell auf das Dritte? Betrifft. Ja, ja. Also wir auf einem guten Weg. Ich bin ja, also ich als Literat, wenn man mich, also, oder ich schätze mich nicht ein als jemand, der mit meinem Schriftstellung, mit meinen Werken irgendeine weltverbesserische Aufklärungsarbeit zu tun hat, das würde das Buch überfordern, ja. Aber ich sehe einfach in dem, dass man in der Erzählung etwas erlebbar macht, was ja für mich erst, ich habe zum Beispiel also diese Geschichte, die da spielt am Spiegelgrund oder einfach andere Geschichten von jüdischen Schicksalen, die habe ich auch erst richtig wahrgenommen, also richtig, die haben mich erst richtig emotional berührt, als ich Erzählen davon erfahren habe, also in Büchern oder von Menschen oder eben bei dieser Ausstellung da oben. Und da ist erst bei mir was aufgebrochen oder emotional habe ich das erst wahrgenommen, was wirklich passiert ist, ja. Und
Und in dem Sinn ist es für mich so, ja, wie gesagt, man kann, also im Geschichtsunterricht und über die anderen Möglichkeiten, das hat für mich eigentlich wenig bedeutet, weil es war immer so, das ist dann so kapitelweise so, ob das jetzt der Mord von Brutus an Caesar war oder der 30-jährige Krieg oder der Anschluss, das war für mich relativ eine Schicht und das war irgendwie so fremd. Und dadurch, dass man eben die Sachen erzählt und einfach auch mitkriegt oder auch Bilder sieht, dadurch kriegt es eine ganz andere Dimension und Kraft, wo man sagen kann, dann unglaublich unmöglich und niemand oder wer davon weiß, will nicht, dass sowas irgendwann wieder passiert, weil es ist ja nicht irgendwo was Fremdes. Ja. Es kann ja jedem passieren. Also die haben ja jeden, egal wie, aus der Wohnung geholt oder irgendwelche Kinder weggenommen und dann vergiftet. Also, und das hier. Und das hier, genau. Das ja, eben dort, das wo ist ich, das Thema. Genau, das ist dort, unser Thema. Ja. In dem Fall eben genau dort, wo ich einfach wie nach Wien gekommen bin, spazieren gegangen bin und wo es so wunderschön ist da oben bei den blühenden Kirschbäumen und Apfelbäumen. Und 100 Meter daneben geht man in diese Ausstellung und denkt sich irgendwie, da fängt dann die Beklemmung an, wenn man sich denkt, okay, das war jetzt vor 60 Jahren und das ist eigentlich dann das, wo es mich, weil ich es eigentlich genau so, ich habe es dann erlebt, ja. Ich habe es nicht irgendwie so gelesen oder von einem Geschichtsprofessor, der mich gelangweilt hat, der gesagt hat, tralala, sondern ich habe es einfach dann gespürt und war einfach unglaublich, also erschüttert nicht, also wirklich. Ja, klar. Schule, Unterricht, wie war das da? Ist es thematisiert worden, die Shoah? Sie haben einige Ereignisse in der Geschichte angesprochen. Ja, es ist thematisiert worden, aber wenn ich mir, also ich bin ja in Tirol gebürtig und damals war für mich, also sagen wir in dieser Zeit, wo man im Geschichtsunterricht darüber gesprochen hat, zwischen 12 und 15, wo das kommt, da waren meine Bezugspersonen Großeltern und hauptsächlich oder der Großvater. Und da ist, so wie die das erzählt haben, ja, und die waren einfach bei der Wehrmacht. Ja. Also ein Großvater ist gefallen und der andere war bei der Wehrmacht und der Großonkel war, also bei der Wehrmacht, aber einfach eine Person, die man eigentlich, ja, er war ein Böser, ja, sagen wir so. Aber für uns damals war er ein Cowboy. Wissen Sie, das habe ich einfach nicht. Das habe ich bei uns, der hat uns die Geschichten erzählt. Mein Gott, da unten in Jugoslawien, die Partisanen haben auch nicht mal Kartoffeln geschossen. Ja? Also der hat uns einfach erzählt, wie er die umgebracht hat und wo sie in Russland über die eingefrorenen Leichen drüber gefahren sind. Für uns war das ein Indianer- und Cowboy-Spiel irgendwie von der Wahrnehmung. Ja? Weil das waren Personen, die sich um uns gekümmert haben. Die haben wir gern gehabt, mein Großvater und so. Ja? Und deswegen war das für uns, also diese, da habe ich nie, ich habe nie wahrnehmen können, dass jemand aus meiner Familie oder aus der entfernten Familie, der in der Wehrmacht war, für solche Dinge verantwortlich ist. Mhm. Aber du zeigst ja was Unglaubliches. Du hast ja in deinem Museum ja etwas, wo man sehen kann, die Orte, an denen die Synagogen waren, inzwischen zerstörten, wer jetzt dort lebt, was dort jetzt ist, das muss ein gespenstischer Moment, nicht? Das ist ein gespenstischer Moment. Wie viele hat es gegeben in Wien ungefähr? Synagogen knapp um die 35 und viele, viele, fast 100 Bethäuser. Und es ist einzig und allein der Stadttempel noch übrig in der Seitenstättengasse. Ja. Mhm. Also die Geschichte hat mich jetzt aufgewühlt, die Sie erzählt haben. Ich verstehe schon. Nichts gewusst. Ja. Also wirklich gewusst, aber wie ich nach Wien gekommen bin und zum Beispiel einfach mal das so auf eigene Faust erkundet habe und dann diese Tafeln gesehen habe, es ist im 6. Bezirk irgendwo, also einfach so goldene Tafeln mit Namen, also diesen Max Bienenfeld, den ich als Figur eingeführt habe, den habe ich einfach, das ist eine Hommage, wäre einfach, würde ich mir zu Großes zumuten, aber den Namen habe ich einfach gesehen auf so einer Goldtafel, deportiert 1940, 1941, habe ich den Namen gesehen und habe einfach diese Dinge und bin da ewig davor gestanden und habe mir das einfach durch den Kopf gehen lassen, in dem ganzen Haus, wo vielleicht 20 Wohnungen sind und 12 davon, nicht, sind einfach in der Nacht geräumt worden, zack, zack, haben die rausgeholt und deportiert und dann haben wir gedacht. Aber gab es da eine Konnotation zu Ihrem Großvater? Haben Sie den später, ich meine, Sie haben jetzt beschrieben, dass Sie das in der Pubertät sozusagen als Cowboy-Spiel oder so empfunden haben, aber haben Sie ihn später nie damit konfrontiert? Nein, das ist nicht ausgegangen. Also, eben wie gesagt, der Großvater väterlicherseits ist bei der Invasion gefallen, gestorben, gefallen, hat man gesagt, ist ja gefallen, ein hartes Wort, ist eben 1944 gestorben in Frankreich. Der eine Großvater, also mein Großvater war ja, Der war in seinem, das hat geheißen ZBV, zur besonderen Verwendung, weil er eben Techniker war
Und der war in Russland und dann im Kurland. Und der war sehr, sehr begrenzt eingesetzt. Also das war so Sprengsonderkommando, ja. Und für uns war das tatsächlich heroisch, ja. Also der hat immer erzählt, von der einen Einheit, da sind die ins Kino gegangen und er hat, wollte unbedingt ins Kino gehen, hat dann irgendwie Dienst versehen müssen. Und das Kino ist von Partisanen in die Luft gesprengt worden. Seine 40 Kameraden sind gestorben, er hat überlebt. Und das war für uns einfach so ein Ding. Ja, und es hat auch nichts anderes gegeben. Also wir haben von, in dieser Geschichte, in diesen Erzählungen, hat es nie irgendwas, einen Bericht gegeben über irgendwelche Ghetto-Räume. Gesagt, das haben, das, ich weiß nicht, ob er dabei war, ob er es verschwiegen hat. Er ist dann, naja, er ist relativ jung, also wie ich 16 war, ist er gestorben. Mhm. Ja. Also das ist eben das, dieses Thema. Bei mir ist es das Problem, dass ich eben, wie man aus dem, aus dieser Jugend und Pubertät, wo man eigentlich eher in dieser, oder in dem Sinn, ja, eher in diesem, auch als Jungmann in diesem Kriegerischen drinnen ist, das ist ja irgendwie auch faszinierend, nicht? Also Uniformen und Kämpfen ist ja irgendwas, wo man sich selber sehen kann, ja. Und wir haben ja das, auch viele, ja, bei uns war ja dieses teilweise Identifizieren mit diesen Wehrmachtssoldaten in Büchern, war ja wirklich nur ein Cowboy-Indianer-Spiel, da die Guten, da die Bösen, der böse Russe und so. Also das hat ja keinen, das hat nie diese Konnotation gehabt, die es dann später, wie man da einfach hineinliest und das mitkriegt, bekommt. Und dann eben, wie ich dann so über 20 war, was mich dann interessiert hat, da waren die aus meinem direkten Bezugskreis tot, ja. Also die habe ich nicht mehr fragen können. Aber etwas Unglaubliches ist in Ihrem Buch, der Wilhelminenberg kommt vor. Das haben Sie geschrieben zu einer Zeit, wo der ganze Fall noch gar nicht bekannt war, offensichtlich. Er kommt am Rande, kommt vor, dass man den Wilhelminenberg hinuntergeht, wenn ich mich recht erinnere. Naja, weil es ist nachbar. Am Spiegelgrund. Es ist einfach Steinhof, Wilhelminenberg, Spiegelgrund ist ja eigentlich nicht, also ja, wenn die da rumlaufen gehen, ist es eine Laufrunde, ja, und das ist das Wilhelminenschloss, das ist dann, ja, mir jetzt auch geschockt, weil ich es sofort assoziiert habe, nicht? Und mir gedacht, na servus, jetzt ist das dann, was ist das Nächste dann? Also in direkter Nachbarschaft. Hast du das für möglich gehalten, dass mitten im sozialdemokratischen Wien so eine Kinder gefoltert werden auf das Abscheulichste? Absolut, ja. Warum? Na, ich meine, mit all dem, was wir jetzt wissen, ist es ganz klar, es war ja auch die Stimmung damals so. Ja? Es war einfach diese Stimmung unglaublich, ja. Mich interessiert es, ich möchte jetzt nicht an die Moderatorenrolle, aber wie haben Sie das verarbeitet? Ich meine, dieses jetzt in der Pubertät das Nachvollziehen als Cowboy und Indianer spielen und so weiter und das eher zu verherrlichen mit dem heutigen Wissen. Wie gehen Sie damit um, außer dass Sie es niederschreiben? Mit meiner eigenen Person. Ja. Also meine eigene Person habe ich da nie... Ich war ja nie in einer Neonazi-Vereinigung oder sowas. Das war, für uns war das wirklich, also so wie ich eben gesagt habe, das war einfach so, wir haben einfach von gewissen Verwandten, wenn wir zu Weihnachten Bücher gekriegt haben, dann war das U-38 oder U-154, der erfolgreichste U-Boot-Kapitän der Welt. Das war für uns Abenteuerliteratur, ja. Oder der Lanzer, das ist immer irgendwo herumgelegen, diese Hefte und so, ja. Oder es ist auch irgendwo die Nationalzeitung gelesen worden. Interessant, also das habe ich so... Nein, das war einfach so... Das war einfach entgegengekommen, ja. Also das war für uns war einfach... Für uns, das sind ja Abenteuerromane, weil sie ja aus einem gewissen Ein... Sie sind ja, also der Winnetou unterscheidet sich... Also für uns war es kein Abenteuerroman. Nein, klar, aber dieses Buch, diese Bücher, die man einfach, diese einschlägigen... Bücher, die man da bekommt, ja, da steht ja nur drinnen, der und der geht auf Feindfahrt, ja, und dann wird erzählt, die zwei Jahre, wie die auf Feindfahrt sind mit den Kumpel, da ist ja kein einziges Wort, da ist er ja nie, da gibt es ja keine Opfersicht. Ja, da klar. Bin ich schon ganz anders aufgewachsen. Nein, es gibt keine Opfersicht. Und auch die Literatur, so Nationalzeitung, habe ich in meinem gesamten Umfeld nie, auch in einer Familie, wo ich auf Besuch war, erlebt. Ja, also das ja. Naja, also ich eben schon, und ja. Wir haben einfach kein, es hat auch kein... Also wenn ich mir denke, so Sprüche wie Leute, die dann den, also in Kitzbühel ist ja auch, damals war immer eine, so eine, woher kam eine FPÖ-Hochburg und davor und natürlich... War es auch als eine der ersten davor. Städte Juden rein. Genau. Ja. Und das, also wie großem Stolz wurde das ja genau, immer und, wieder und ich habe dann einmal für eben 97, 98 habe ich mit einem Freund damals ein Magazin seinerzeit herausgegeben, da habe ich eben recherchiert und diese ganzen Bilder
und habe ihm dann einen Friseur ausfindig gemacht, der eben Kommunist in dem Sinn war, und der ist dann einfach 42 deportiert worden auch. Und den hat aber niemand gekannt oder irgendwie was gewusst. Ja. Und dann habe ich da einfach einmal diese ganzen Dinge so auf den Bildern angeschaut, und das war dann wirklich arg. Das war 98, hat man noch auf diesem Heustadel bei der Ortseinfahrt, wenn ich das jetzt sage, werden es mit Herren und Federn, aber war der Abdruck noch, Kitzbühel ist judenfrei. Ja, das habe ich ja gerade vorhin also gesagt. Ja. 98. Mhm. Ja. Also das war einfach so verdeckt oder versteckt, was hinter einer Plakatwand. Und ich habe da, also wie ich das für das gearbeitet habe, waren auch gewisse Dinge, wo man einfach Bilder, die ich rausgekommen habe, wo einfach am Kloster irgendwie, was den im Kloster Hakenkreuz vorne aufgehängt haben. Und mir wurde dann verboten, einfach das zu verwenden, weil dann hat es geheißen, da kriegen wir keine Anzeigen, weil der und der und der und der. Also das ist nicht vorbei, mhm. Nicht? Das ist einfach, es ist, ich habe sogar einen, das ist jetzt wieder, da muss man aufpassen, dass man keine Anwälte geschickt bekommt, aber ich habe im Büro, wirklich in der Empfangsbüro von einem honorigen Altanwalt in Kitzbühel, den ich interviewt habe zu so Schützensachen und so, habe ich hinter ihm eine Urkunde mit Hakenkreuz signiert vom Hitler gesehen, ja. 97, 98, in seinem Empfangsbüro, ja, wo ich mir irgendwie gedacht habe, es ist nicht sein Wohnzimmer, und da wäre es irgendwie befremdlich gewesen, ja. Also, das sind einfach Leute, die dann mit 85 noch öffentliche Funktionen aufgeführt haben und stolz drauf waren. Dass und dann wahrscheinlich einen Ehrengrab bekommen. Das ist so auf jeden Fall. Und das Anderle ist ja der Anderle-Kult, das Anderle vom Ring ist ja auch noch nicht allzu lange her. Ne? Das von dem haben wir nie was erfahren, weder in der Schule noch, das habe ich zum ersten Mal irgendwie, glaube ich, mit 30 oder so. Also, das hat, aber ich glaube, das ist einfach eine andere Gegend. Man ist da immer sehr in den Bergen auch sehr so das Beschränkte, was auf der anderen Seite einen Nachteil hat. Ist auf der anderen Seite ein Vorteil, dass gewisse Dinge eben nicht so eindringen. Also den habe ich nur über Medien und so erfahren. Also der ist bei uns nie thematisiert worden. Also jetzt weiß ich schon, um was es geht, aber das ist... Lassen Sie uns zur Literatur zurückkehren. Was schreiben Sie denn gerade? Den vierten Teil. Worum geht's? Jetzt muss ich ein bisschen durchatmen. Ich bin jetzt gerade sehr ergriffen von diesem... Mhm. Und... was schreibe ich denn gerade? Was schreibe ich überhaupt? Es bleibt in der Serie von diesem Major Schäfer, aber es ist jetzt. Ich verrate den dramaturgischen Trick, den ich da verwende, dass er. Es wird ein Kriminalroman um seinen. Also der, wo das die zentrale Figur ist, diesmal nicht der Major Schäfer. Schon auch, ja, aber er ist als zentrale Figur abwesend. Also es wird eigentlich ein Bergmann-Krimi, wo aber diese die Abwesenheit des Majors, es dreht sich eigentlich der Krimi um die Abwesenheit des Majors und die zentrale Figur, die dort eben arbeitet und dessen Eigenheiten und Leben in den Mittelpunkt kommt, bis eben sein Assistent Bergmann diesmal. Und die Apokalypse kommt auch vor. Ah, die kommt vor, ne? Bitte 2012 schön. Erscheint sie, man muss man doch nicht. Ganz klar. Ja. Boom, das ist ein Gespräch geworden. Ich danke euch schön, bitte hier zu bleiben. Gell? Meine Damen und Herren, Sabine Gruber kommt aus einer dieser ungeheuer kreativitätsstiftenden Grenzgegenden, diesfalls aus Südtirol, wo auch ihr Generationenroman Stilbach spielt. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Sind Sie ein verträumter Typ? Ich bin weniger verträumt. Ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Wie wichtig ist es, eigenes Geld zu verdienen? Sehr wichtig. Also ich bin eigenständig, von niemandem abhängig. Und das ist für mich das Wichtigste überhaupt. Salami oder Mortadella? Weder noch. Wann sind Sie gekränkt? Wenn man mir etwas Ungerechtes unterstellt. Werden Sie dann wehrhaft oder eher in sich gekehrt? Ich bin jemand, die sich sehr schnell verteidigt. Sind Sie gerne alleine? Sehr gerne. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Wann wussten Sie zum ersten Mal, dass Sie Schriftstellerin werden wollen? Schon als Kind habe ich Kinderbücher geschrieben. Und mit 14
habe ich auf die Frage, was ich einmal werden will, in der Schule auf einen Zettel geschrieben, Schriftstellerin oder Journalistin. Zahlen Sie gerne Steuern? Ja, weil ich glaube, dass das ein notwendiges Übel ist. Hip-Hop oder Heavy Metal? Dann schon Heavy Metal. Leben wir in einer Leistungsgesellschaft? Auf jeden Fall. Ist das gut oder schlecht? Das ist schlecht. Sind Sie fleißig? Also ich versuche, meine Arbeit mit einer gewissen Perfektion zu verrichten. Wo würden Sie lieber urlauben? In Ibiza oder in Goa? Am liebsten in Italien. Haben Sie schon mal kurze Haare getragen? Als Kind, weil meine Mutter sie mir immer wieder geschnitten hat. Warum hat sie das gemacht? Weil ich blonde Locken hatte und sehr oft geweint habe, wenn sie mir die Haare gekämmt hat. Was ist das beste Alter eines Mannes? Es gibt kein bestes Alter. Es kommt auf den Mann an. Gehört Kinder haben zum Leben einer Frau dazu? Das muss nicht sein. Man kann auch Kinder von anderen großziehen oder mitbetreuen. Wodka oder Whisky? Whisky. Träumen Sie manchmal von der perfekten Hochzeit? Nein, also Heirat gehört nicht zu meinem Lebensziel. Frau Gruber, wie schön, dass Sie da sind. Willkommen. Was trinken Sie, Rotwein oder Rivella? Rotwein, bitteschön. Oh, wie schön. Wenn Sie die Flaschen schon da haben. Ja, er kann bestätigen, es ist nicht schlimm, der ist in Ordnung soweit. Es ist ja wirklich ein ehrlicher Wein, man kriegt beim Trinken schon Kopfweh. Ach so, wirklich? Ich wollte gerade sagen, wenn Sie die Flaschen schon da haben. Ach so, ja natürlich. Sie haben was Selbstquälerisches. Zuerst sagen Sie, kriegen vom Trinken Kopfweh und dann soll ich nachschütten. Also bitte, wie Sie meinen, das scheint, Kriminalromane entstehen wahrscheinlich so ähnlich, stimmt's? Ja, man muss sich dauernd geißeln. Na, ich verstehe. Liebe Frau Gruber, sind Sie jetzt Italienerin oder Österreicherin? Ich bin Europäerin, deutscher Muttersprache mit einem italienischen Pass. Ein komplizierter, aber durchaus geläufiger Fall, könnte man sagen, heutzutage. Nicht? Ich denke, dass es in Europa mittlerweile sehr viele Menschen gibt, die ähnliche, unterschiedliche Identitäten haben und leben. Mhm. Sie leben in Wien, Sie fühlen sich aber nicht hier irgendwie fremd, oder doch? Nein, also meine Vorfahren haben ja der österreichischen Monarchie angehört und ich zähle mich auch zur österreichischen Literaturtradition. Das merkt man auch sprachlich zum Beispiel. Wie darf man sich denn eine solche Kindheit in den 60er Jahren in Südtirol vorstellen? Das war ja eine recht heftige Zeit. Die einen meinen, das waren Widerstandskämpfer, die anderen sagen, das waren, naja, also doch eher raue Gesellen mit Sprengstoffanschlägen. Wie war denn das? Ich bin ja etwas nach den Attentaten geboren, aber ich habe natürlich die Ausläufer dieser Politik miterlebt, vor allem in den 70er Jahren dann, als ich schon etwas älter war und auch verstand, was vor sich ging. Im Gymnasium beispielsweise hatten wir verschobene Schulbeginnzeiten und Pausenzeiten, also die deutschsprachigen Schüler und die italienischsprachigen Schüler. Man hat versucht, die Ethnien zu trennen und auseinanderzuhalten. Es gab damals auch einen Kulturpolitiker namens Zelger, der sagte immer, je klarer wir trennen, desto besser verstehen wir uns. Und ich kann mich erinnern, dass wir im Gymnasium uns sehr eingesetzt haben für einen Schüleraustausch zwischen den einzelnen Sprachgruppen. Und das war ein Skandal. Also heute ist das zum Glück nicht mehr so. Also da hat sich sehr viel getan. Sie sind gebürtiger Tiroler. Haben Sie diese seltsame Spannung um das Faktum Südtirol irgendwie erlebt? Ja. Und wie? Es hat einen ähnlichen, also wenn man sagen, wenn man das so hinstellen darf in drei Worten, dann hat es geheißen Heim ins Reich. Ja? Also Südtirol gehört zu Nordtirol und das hat sich dann zugespitzt dadurch. Ich meine, es ist zweischneidig und es ist schwierig zu sagen, ich bin geprägt von den Nordtirolern, da waren die anderen Verwandten waren bei den Schützen. Und dadurch, dass die Italiener ja eine Politik damals forciert haben, wie sie sagen, der Trennung auch und die Südtiroler die Arbeitsplätze weggenommen haben, indem sie das Italiener, die auch nichts davon gewusst haben, in die Fabriken geschickt haben, haben die auch einen Hass gehabt. Und die Sprengstoffanschläge sind nicht von irgendwelchen radikalen Deppen verübt worden, sondern von Leuten, die auch irgendwie sie gefürchtet haben um ihre Region, um ihre Identität. Ja?
Und ich bin von Nordtirol. Und da hat es geheißen, die Italiener sind unten, sind schuld. Und Südtirol muss zurück zu Nordtirol. Und die anderen haben es andere gesagt. Also ich kann nur, ich selber von mir kann gar nichts berichten. Ich kann nur das berichten von meiner Umgebung. Man muss das zeitlich einordnen. Eben, ja. Also die Südtiroler waren unter dem Faschismus Repressionen ausgesetzt. Sie konnten beispielsweise nicht in den neu errichteten Fabriken arbeiten. Es gab Probleme im ländlichen Bereich, weil es neue Höfegesetze gab, die zu Besitzsplitterungen führten. Also es hat ökonomische Probleme gegeben, die auch dazu geführt haben, dass es einen gewissen Hass gegen die Italiener gegeben hat. Aber das hat sich ja mittlerweile sehr verändert durch die Autonomie, durch den ethnischen Proporz. Die Region ist mittlerweile die zweitreichste in ganz Italien. Wir haben eine Arbeitslosenquote unter 3%. Also man kann das heute nicht mehr mit damals sozusagen vergleichen. Auf der anderen Seite, wenn ich zitieren darf aus Ihrem Roman, Bertini hat die ganze Zeit davon geredet, dass Italien aus dem Antifaschismus hervorgegangen ist, dass das Fundament der Verfassung und der italienischen Republik ist. Ein schöner Mythos ist das, und an diesem Mythos haben alle brav mitgearbeitet. Am Ende waren die ärgsten Faschisten im Widerstand gewesen. Nun sind ja Leute wie Bossi und Berlusconi auch nicht gerade Prototypen des Widerstandes. Und das ganze Italien macht uns überhaupt zu schaffen, allgemein in der EU, wenn ja, ich das richtig sehe. Das ist tatsächlich ein Problem, dass es das Wort Vergangenheitsbewältigung im Italienischen gar nicht gibt. Dass es eine Aufarbeitung der faschistischen und auch der nationalsozialistischen Vergangenheit in Italien nie gegeben hat. Es gab keine Nürnberger Prozesse. Das hatte natürlich auch politische Gründe nach dem Krieg. Man hatte Angst, dass die Resistenza zu stark wird, dass Italien ein kommunistisches Land wird. Das heißt, die Kirche, gewisse Geheimdienste und so weiter hatten ein Interesse daran, die Verbrecher, die nationalsozialistischen Verbrecher und auch die Faschisten laufen zu lassen. Und die Italiener selbst haben natürlich, nachdem Italien 43 aus dem Krieg ausgeschieden war, kapituliert hatte, plötzlich sich mit der Wehrmacht auseinandersetzen müssen. Und wahrscheinlich haben auch manche dann sich sozusagen im Widerstand gegen die Wehrmacht gesehen. Mhm. Und ja. Auf der anderen Seite schreiben Sie, nicht einmal halb so schlimm wäre der italienische Faschismus gewesen wie der deutsche Faschismus, glauben die Schüler. Die Wahrheit ist, das war ja wohl auch eher so. Denn wenn wir die Opferzahlen, man soll nie irgendwelche Zahlen vergleichen, aber wenn wir die des deutschen Faschismus mit dem italienischen Faschismus vergleichen, kommen wir auf weniger, viel es gibt, weniger. Es gibt natürlich Unterschiede. Man weiß auch, es gab zwar die Rassengesetze auch in Italien, aber Juden sind erst deportiert worden, nachdem die Deutschen in Italien einmarschiert waren, ab Herbst 43. Das stimmt tatsächlich. Wie schreiben Sie denn? Sind Sie ein disziplinierter Schreiber? Sind Sie jemand, der in der Früh beginnt und bis Mittag und dann, wie machen Sie denn das? Also wenn ich an einem größeren Projekt sitze, wie an diesem Roman, ist es tatsächlich so, dass ich mich nach dem Frühstück hinsetze und arbeite bis zum Mittagessen und nach dem Mittagessen mich wieder hinsetze und versuche an einem Tag ein, zwei Seiten zu schreiben. Und was schreiben Sie denn gerade? Im Moment schreibe ich gar nichts, außer Vorträge und Rezensionen, weil ich ständig auf Lesereise bin. Ich war gerade in Kairo, heute komme ich aus Rom zurück, hatte Lesungen an der Universität und im Österreichischen Kulturforum und ich komme einfach nicht dazu. Sind Sie nach der Vollendung eines solchen Werkes erschöpft, ausgepumpt für eine Zeit? Das bin ich immer nach einem fertigen Roman. Ich habe auch immer das Gefühl nach einem Roman, ich werde nie mehr etwas schreiben können. Also es wird mir nie mehr etwas einfallen. Da wollen wir dringend wünschen und hoffen, dass dieses Gefühl sich sehr oft wiederholen, aber niemals eintreffen möge. Es war zum Glück immer so, dass mir wieder was eingefallen ist. Das ist mir nicht entgangen. Meine Damen und Herren, wir sind fast am Ende. Ich bin Ihnen noch meine persönliche Leseempfehlung abseits des Neuerscheinungsgetriebes schuldig. Maxim Gorki, Die Mutter, geschrieben 1906-07. Das erste Stück des sozialistischen Realismus aus der Zeit, als die Hoffnung auf eine gerechte Gesellschaft noch jung und nicht zur Karikatur verzerrt war. Zu Gorki auch meine Quizfrage. Nennen Sie mir mindestens eines seiner großartigen Dramen.
Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck in limitierter Auflage des Porträts, das Oskar Stocker von Daniel Sperra gefertigt hat. Adresse finden Sie unten eingeblendet. Das war's. Kommen Sie wieder. Bleiben Sie Leser.